Ja, hallo Freunde der Spikultur und willkommen zurück bei Hannibal vor den Toren, das DLC von Rome 2. Wo wir ja zuletzt hier Numancia erobert haben. Was für eine Belagerungsschlacht das doch war. Und sehr schön, wir können auch unsere Truppen verbessern. So, dich werden wir mal wegschicken. Wie schaut's bei dir aus? Ja, die schicken wir mal hier hoch als Unterstützungstruppe. Wir werden hier deine Waffen noch verbessern. Jetzt wird er sich wahrscheinlich mit der Armee erstmal zurückziehen. Wir müssen mal schauen, wie lange wir brauchen, um hier wieder unsere generelle Verteidigungsarmee aufzubauen. Beziehungsweise eine Garnison hochzuziehen. Und natürlich wieder unsere Truppen aufzustocken. So, Provinz unter Kontrolle. Ist schon mal ganz schön, dass wir das jetzt auch haben. Ich glaube, aber einen weiteren Erlass können wir gerade nicht. Na, das ist natürlich doof hier mit Palancia passiert gewesen. Aber die holen wir uns auch wieder. Dafür schicken wir echt. Obwohl, bis wohin könnt ihr? Oh, wir können in den Hinterhalt ziehen. Problem, dann kommt die Armee. Und die tritt uns. Na, wir versuchen einfach unser Glück. Wir werden ihn mal eben auseinandernehmen. Und ihn ein wenig zurückziehen. Das wird nämlich nächste Runde wehtun. Weil er wird kommen. Weil man sieht, es ist genau im Bereich von ihm noch. Einzige, was ich vielleicht noch machen könnte, ist, dass ich ihn aufhalte mit dem Spion. Aber problematisch. Im Moment ist alles aber problematisch, ne? Keine Kohle. Alternativ könnten wir sogar die Armee nochmal verstärken mit Söldnern. Ich glaube, die Sache mit dem Spion ist sicherer. Ich brauche eine hohe Chance, dass das Ziel verlangsamt wird. Prozent bei Vorräte vergiften. Ach ja. Hast kein Glück, hast auch noch Pech. Hier können wir aber Veteranenschildkrieger bauen. Nur gerade ungünstig. Das kostet, ja. Aber wenigstens ist die Armee nicht ganz so aufgeschmissen an der Stelle. Wo ich frage mich gerade, warum kann ich denn hier die Schwertkämpfer bauen? Was habe ich hier, was ich nicht in meiner Hauptstadt habe? Ist das die Eisenschmiede? Ja. Die Eisenschmiede auf Level 3 würde die ermöglichen. Das kann ich hier noch nicht, weil da fehlt mir die Forschung. Da bin ich noch nicht weit genug mit. Okay, das war schon das Maximum, was ich bewegen kann. Genau, verstärken wir die Truppen auch noch. Feierabend an der Stelle. Vor allem, der baut jetzt eh seine Armeen wieder weiter aus. Oder kommt da von hinten einfach an. Wo ich direkt sagen kann, scheiße, hab ich wenig Verteidigungstruppen. Und der... Ach, das ist auch noch der. Das ist gar nicht die, das sind gar nicht die vorherigen Besitzer von der Stadt. Söldnerhopliten. Ich werde bekloppt. Belagerungsmaschinerie. Ey, kann ich mich doch gleich einsagen.
Warum kann ich nicht einfach sagen, flieht? Flieht, ihr Narren! Scheiße. Vor allem deren Belagerungsmaschinerie ist so kacke für mich. Wenn ich wenigstens eine Kavallerie mehr hätte. Das würde mir schon reichen. Aber jetzt habe ich wieder einen Haufen Garnisonstruppen, die total im Eimer sind. Und der war ja jetzt überhaupt nicht auf Plan, weil wir vorhin ja noch Frieden hatten mit dem. So, wo will er hin? Er will hier an die Ecke, ne? Sag ich schon mal, Scheißecke für meine ganzen Belagerungsdinger. Obwohl, so geht's. Können wir direkt explosive Geschosse einsetzen. Dann nutzen wir mal unsere ganzen 5 Plänkler. Ja, wo soll ich sie sonst hinstellen? Seid auf der Hut! So, ihr seid die stärksten Blockeinheiten, die ich habe. Ja, und die ganzen Unterstützungstruppen, die jetzt noch kommen, muss man halt mal schauen, wo die dann sind. Ja. Ist das das einzige Tor in die Richtung? War nicht hier oben auch noch eins? Ja. Dann stelle ich die Reiter vielleicht an das Tor. In der Hoffnung, dass ich da raus kann, um die Ballisten zu zerstören. Wäre eine schöne Geschichte, wenn es gehen würde. So, die Nahkämpfer können wir da auch an die Seite stellen. Es nähert sich feindliche Unterstützung. So, dann gucken wir mal, oder? Das war schon mal ein schlechter Schuss. Der kommt ein bisschen besser. Problem ist einfach, die sind noch so weit weg. Na, leeren Boden. Kann das ein Treffer werden? Hauptsache ich treffe irgendwas. Irgendwo im Wald. Naja, lassen wir es erstmal. Das ist gerade eher Munitionsverschwendung für mich. So, genau. Macht mal schnelles Nachladen. Ach, ich sehe schon. Die Truppen kommen von allen Seiten. Vor allem werden die hier hinten durch das kaputte Tor kommen. Und da kriege ich niemals eine Armee noch hin vorher. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Ich hasse es mit den Reparaturzeiten. Ist das Tor auch kaputt? Ja. Das ist aber auch so eine geringe Chance zu gewinnen. Das ist das einzige ganze Tor, wo ich hier stehe. So, ich glaube, die anderen beiden sind schon ziemlich mitgenommen. Dann könnt ihr nämlich auf die... Ballisten da hinten schießen. Nicht Ballisten, sondern auf die hintere Einheit. Schön. So, die sind noch zuversichtlich. Da könnte auch mal Ärger machen.
So eine Kacke. Ich glaube, die gehen auch nicht durch das offene Tor. Komm, ich einmal die Moral schon so zerschlagen habe. Dann kann es doch nicht lange dauern, bis die von den Plänklern hier die Moral zermürbt kriegen. Boah, wie die alle einfach an dem Tor vorbeilaufen. Stimmt, die gehen einfach nicht durchs offene Tor. So genau, zermürbt den. Geht bitte alle mal darüber. So, der muss mal versuchen, den nochmal zu treffen. Na, komm rein da. Bewegung! Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Bewegung! Befehle! Schildwand, sofort! Ritt aus, Krieg! Lusitanische Adelige! Bewegung! Greifen die jetzt das Tor hier an, oder was machen die? Schildwand, sofort! Es ist immer schwierig, das festzustellen. So, lassen wir die erstmal da stehen. Genau, jetzt fangen die erstmal an, sich hier anders hinzusetzen, wo ich nur denke, what the fuck? Sowas kann ich gerade überhaupt nicht gebrauchen. Gut, die sind alle geflohen. Dann schicken wir die mal alle darüber. Denn mit etwas Glück können wir dann doch überleben, weil die KI zu doof ist, durch ein Tor zu gehen. Außer hier hinten. Obwohl, hier kommen nur iberische Schwertkämpfer. Und ich werde hier von Stein beschossen, oder? Ich habe so dieses ungute Gefühl. Komm, rennt ihr da einfach tot. Ist doch nicht so, dass ihr hier Schwachmaten wärt. So, da haben sie auch schon Schiss und hauen ab. Unser General ist gefallen. Genau, das hat mir jetzt gerade noch gefehlt. So, folgt mal bitte auf die Skutasi-Kavallerie da hinten. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Obwohl ich mich ein bisschen wundere, wo man... Achso, der ist da vorne gefallen, auf der anderen Seite, ne? Ja, mit dem habe ich nämlich das Tor verteidigt. Na, das passt nicht ganz. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Ja, ich muss mich mal eben auf die andere Seite begeben. Weil ich glaube, da hauen jetzt gerade meine ganzen Leute ab. Schwerter! Ja. Bildische Schwerter! Angriff! So, auch wenn es wenige Reiter sind. Die werden ja wohl mit den Belagerungen, mit den dämlichen Ballistentrupps da klarkommen. Ein Traum, oder? Plänkler! Wacker!
Töten Sie alle! Vor allem keine Ahnung, warum die Plänker da nicht in den Angriffsbereich gehen wollen. Genau. Komm, Schwertkämpfer noch auf die andere Seite ziehen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Und jetzt hauen die ab, oder was? Stopp. Wollen wir jetzt durch das dämliche Tor gehen, ne? Ja, jetzt laufen sie durchs Tor, ne? Da ist auch mein Untergang. Da kann ich nicht viel gegen machen. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Außer mit etwas Glück. Na komm. Zieht euch mal nach da oben zurück. Die Speere müssen wir hier reinsetzen. Die alle dahin. Dahin. Wir sind einfach zu erschöpft gleich. Da haben die keine Power mehr für gleich. Ich glaube, das ist auch eigentlich ein Fehler, dass sie gerade da angreifen. Generell würden sie es wahrscheinlich nicht machen. Aber wir haben die Belagerungsmaschinerie ausgeschaltet. Das ist doch schon mal was. Auch wenn der feindliche General gerade hier so ganz komisch langläuft. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Na komm, bewegt euch. Wir haben noch keine Zeit. Go, go. Habt ihr noch ein bisschen Munition? Immerhin. Könnt ihr euch wenigstens hier oben schon mal positionieren? Die Reiter ziehen auch schon vorbei. Meine Ballisten. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Unsere Speere sind die Eulen. So, ja, dann versuchen wir mal hier irgendwie noch einen Wall aufzubauen, oder? Weil irgendwas muss ich machen. Furchtlose Krieger! Setz einen Schildwall auf! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Wir können jetzt warten, bis wir irgendwann sterben, oder wir werden nochmal ehrenvoll kämpfen. Mit etwas Glück können wir sogar den einen oder anderen noch töten. Wir hungern nach Blut und Kampf. Obwohl es im Moment ja nicht so aussieht. Aber vielleicht kann ich das, die Schlacht ja über die Zeit retten. Also erstmal kriegen die Hopliten hier einen auf für einmal. Tja. Und der Feind geht nicht durchs Tor. Dann lassen wir die Zeit einfach laufen, oder? Ach nö. Vor allem stellen die Idioten sich wieder vor das Tor hier, ne? Da könnte ich schon wieder kotzen. Beziehungsweise ich glaube, die Hopliten werden das jetzt... Nein! Komm weg da. Ich glaube, die anderen sind nämlich noch getarnt. Ziehen wir die Speere mal in den Wald rein.
Da sind sie vielleicht nicht zu sehen. Ja, nehmt doch das Tor ein, ist mir jetzt egal. Problem einfach nur da, wo wird die Kavallerie langkommen? Wird sie links langlaufen oder hier geradeaus durch? Komm, Angriff auf die. Da wäre es keine Nüsse mehr. Habe ich eine Chance mit dem? Na, komm. Drehe ich noch ein bisschen weiter. Zu sehen, ob ich den gerade treffe oder nicht. Tja. Ich würde mal sagen, ein ganz guter Blindschuss. Na, komm. Der Feind hat die Tore eingenommen. Macht nichts. Ballert da einfach, was das Zeug ist, noch drauf. Die Krieger wollen Blut. Also die Schlawiner werden jetzt außen rumkommen, ja. Ach, wer hat denn sowas erwartet? Kinderkacke. So. Das bedeutet für uns, zieht euch mal zusammen und alle hoch. Alle in die letzte Bastion! Der Wall ist gefallen! Na komm, versuch noch das ein oder andere zu treffen. Ich mache das auch gerne selbst. Obwohl ich hier null Sicht habe. Genau, macht mal den letzten Beschuss da noch. Wir versuchen noch mit der Kavallerie so lange aufzuhalten wie möglich. Damit unsere anderen Truppen ein bisschen Zeit haben, noch hier hochzukommen. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Komm, bleibt einfach dran. Unsere Feinde haben einen Turm eingenommen. Seid einfach scheiße zu denen. Versucht noch so viel wie möglich an Schaden rumzubringen. Wenn die mit der Kavallerie hier oben ankommen, dann war wenigstens so das ein oder andere Sperrchen noch für die. Ah ne, das sind ja die Speere. Die gesamte Einheit ist umgekommen. Sind alle zu langsam unterwegs. Krass, wie lange die noch durchhalten, oder? Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Schwerter! Sie werden für uns bluten! Schilde hoch! Blinkler! Krieger! Krieger! Töten sie alle! Vor allem die 5-6 Plänkler, die hier oben noch auf dem Wall stehen. Kräfteverhältnis ist schon voll im Eimer. Meine Ballisten konnten wir jetzt auch nicht retten. Vor allem, wie krumm haben sich denn die Speere dahingestellt? Die können sich nicht bewegen beim Schild, bei der Schildwand, ne? Unsere Feinde haben einen Turm eingenommen. Aber wir können auf jeden Fall die Kavallerie abwehren.
Mit etwas Glück. Problem werden wir aber nachher mit den Nahkämpfern kriegen. Söldnerhobliten, Veteranen, Schwertkämpfer. Und da oben haben wir noch eine gesamte frische Armee, die gerade in Richtung von unseren letzten Verteidigern geht. Ach, die waren noch im Plänkler-Modus. Ihr sollt aber mit verteidigen, ihr Schlawiner. Stell ich mal in die erste Reihe. Ach, immerhin. Genau, macht noch mal schön hier beschleunigen. So, Söldnerhopliten sind noch begeistert. Die Skutari-Kavallerie wird fallen. Ausgeglichener Kampf, ach kommt schon, ey. Kann nicht wahr sein. Go, go, go! Komm, Schwerter. Zeigt nochmal, was ihr könnt. Wenn ihr aus der zweiten Reihe angreift. Oh nein, die kommen von woanders. Ah nee, die kommen da einfach nur von da unten angelaufen. Das ist okay. Gut, wir haben noch einen feindlichen General getötet. So, die bleiben weiter in der Defensivhaltung. Ihr müsst mal schnell hier unterstützen. Oh, die Veteranenschildträger, die machen uns gerade ganz schön zu schaffen. Ich sehe gerade die Söldnerhopliten. Die fallen da auch schon. Ja. Komm. Zeig sie, es sind nur noch 30 Stück. Kesselt die ein. Ja! Brecht ihre Moral! Unsere Feinde haben einen Turm eingenommen. Ja, nur jetzt wird's lustig. Ich habe keine Truppen mehr zum Verteidigen. Leute, ihr habt alle tapfer gekämpft, aber es bringt nichts mehr. Wir sind am Ende. Wir können ganz schlecht die Moral jetzt noch aufrecht halten. Die feindlichen Soldaten kommen auch von der anderen Seite jetzt hoch. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Beziehungsweise kommen von zwei Seiten. Wir können nichts mehr machen. Jetzt schauen wir mal. Haben wir vielleicht noch irgendwo einen General? Da ist ein General drin. So Leute, wollt ihr ewig leben? Greift den feindlichen General an! Für Ehre! Für Ruhm! Und warum bleibt ihr oben stehen? Eine gesamte Einheit ist umgekommen! Die Base ist Seid voll mit Moral! Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Unsere Speere sind die euren! Speere! Angriff! Kavalleriebonus! Nahkampf freigeschaltet! Das ist ein schändlicher Angriff. Tja. Ansichtssache, was schändlich ist.
Aber das war's für meine Verteidigungstruppen. Sie haben sich wacker geschlagen. Bis zum letzten Mann haben sie verteidigt. Sie haben 2000 feindliche Soldaten getötet, waren selbst nur 700. Hut ab vor diesen tapferen Männern, die heute ihr Leben haben fallen lassen in einer ehrenvollen Sache. Vor allem sehr ehrenvoll umgekippt. Tja. Dämliche Schlawiner. Naja, weiter geht's beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Rome 2 Hannibal vor den Toren. Bis dann, euer Doc. Ciao.